Sei hiermit wie folgt. Denn wir haben jetzt das große Glück, einen der Großen seiner Zeit, manche haben gesagt, den Großen seiner Zeit, zu uns zu bitten, Alexander von Humboldt, Forschungsreisender in der ganzen Welt, Universalgelehrter, der die Erde als ein zusammenhängendes Ganzes sah, angefangen als Bergbaufachmann, Erfinder einer neuen Grubenlampe, einer Atemschutzmaske, Expeditionen in große Teile der Welt und. Herzlich willkommen bei uns, Herr von Humboldt. Und zu wissen, dass Herr von Humboldt. Freue mich sehr. Ja, aber Sie müssen uns gleich verraten, Herr von Humboldt, Sie sind ja nicht direkt eine Bönsche Jung. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie heute hier sind? Na ja, gut, man muss dazu sagen, Ludwig van Beethoven und ich sind ja quasi ein Jahrgang. Er ist 770 geboren, ich ein Jahr davor. Er ist schon tot, aber ich lebe noch. Scherz beiseite. Der König von Preußen wollte mich gern dabei haben und ich bin ja nun königlicher Kammerherr, also preußischer Beamter und wie Sie alle wissen, viel auf Reisen, gern und oft und vor allen Dingen weit und brauche Geld, deshalb konnte ich mich schlecht verweigern. Außerdem jetzt einmal in Vertrauen gesagt. Ich habe immer wenig Neigung verspürt, die Türme Berlins zu sehen. Da sind mir die Hallen in Bonn, sind mir lieber, die sind so sympathisch unfertig. Das hören wir gerne, dass Sie zumindest heimlich lieber in Bonn sind als in Berlin. Selbst jetzt, wo doch da, wo einmal das Schloss war, jetzt das Humboldt-Forum steht. Herr von Humboldt, Sie gelten mit Ihren Erfindungen und Entdeckungen, Veröffentlichungen in vielen Gebieten als die Geistesgröße Ihres Jahrhunderts. Sie galten allerdings als Kind bei Ihren Erziehern lange Zeit eher als weniger befähigter, lernunwilliger Kopf. Heute sind Sie ja komischerweise jede Menge Schulen und Hochschulen nach Ihnen benannt. Wie passt das zusammen? Nun ja, mir ging es in der Schule wie Beethoven. Das war nichts für uns, wenn ein Lehrer irgendwas Abstraktes vorgetragen hat und wir sollten uns das merken, ohne zu wissen, warum. Der Ludwig hat sich vor allem für die Musik interessiert, ich habe mich vor allen Dingen für die Natur interessiert. Er hat Töne gesammelt und ich als Kind Insekten, Steine und Pflanzen geordnet zu Hause eine riesige Sammlung angelegt. Ich habe mit 10 Jahren schon Karten gezeichnet vom Planetensystem. Mein Prinzip war immer von der Natur lernen, mit der Natur lernen, in der Praxis und nicht blind irgendetwas auswendig Gelerntes nachbeten. Und das hat ja dann zu ganz vielen Forschungsreisen geführt. Sie haben viele Entdeckungen gemacht, Vegetationszonen beschrieben, Messinstrumente entwickelt, viel Anerkennung erworben. Und Sie waren dann 3 Wochen zu Gast bei Präsident Jefferson in den USA. Ja. Und heute an der Seite von der Queen des United Kingdom und des Königs von Preußen. Ja, das hört sich jetzt so an, als hätte ich... Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Queen Victoria und Albert von Gotha in Sachsen. Was soll das denn? Oh, das geht nicht. Komm her. So, nun haben Sie eben schon einen Militärmarsch gehört und da fehlte etwas, ist dir auch aufgefallen, da fehlten die Menschen zu diesem Militärmarsch,
Und wir begrüßen dort hinten die Beurer Stadtsoldaten, die jetzt einmarschieren werden zum Militärmarsch von Ludwig van Beethoven. Begrüßen Sie die Beurer Stadtsoldaten. Rechtzeitig zurückkamen, darunter auch der eben vermisste Bassist in Bonner Münster, der dann ausgetauscht werden musste durch einen weiteren. Und während die Herren und Damen da noch unterzeichnen, hören wir noch ein wenig Musik. Vorbereitungen begonnen, damit dann, wenn die Ansage von Herrn Breitenstein kommt, die Hülle auch fallen kann. Höheren, bedeutsameren Kunstzwecken auf. Herkömmliche, durch endlose Wiederkehr ebenso ermüdende als an sich ungenügende Formen verließ